Herzlich willkommen zu Endlich Selbstversorger. Mein Name ist Claudia Weber. Ja, jetzt ist das dritte Pflanzwochenende. Ich will, also man kann sagen, wenn ich jetzt aufhören würde mit dem Pflanzen, würde es eigentlich schon reichen fürs ganze Jahr. Also da hätte ich genügend Gemüse im Winter, Kartoffeln, Kohl und so weiter. Aber ich habe noch ganz viele Pflanzen. Und ich tue die immer recht unkontrolliert aussehen und dann habe ich natürlich immer viel zu viel übrig, auch wenn ich verschenke. Ich versuche die noch reinzubekommen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und ja, das Gurkengewächshaus, das möchte ich auch ganz gern besetzen. Ein paar schöne Gurken habe ich, nicht so viel dieses Jahr. Und das andere Gewächshaus direkt am Haus, das so ein bisschen halb offen ist. Da will ich auch noch was reinpflanzen. Ja, mal gucken, wie weit ich komme. Ihr seid dabei. Bleibt dran. Ja, das sieht schlimm aus. Mal gucken, was wir da machen können. Ja, nicht schön, aber funktionell. Ja, die Türen, die waren an dem Gewächshaus schon immer ein Kraus. Also wahrscheinlich habe ich sie auch falsch zusammengebaut, aber das hat noch nie funktioniert. Aber trotzdem wurden die Gurken immer schön. Ja, so ähnlich fühle ich mich auch. Jetzt ist Sonntagabend. Halb fünf. Ich habe gut geschafft. Stehen auch. Ich habe nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Ich habe halt auch Besuch bekommen. Dann sind noch ein paar andere Sachen dazwischen gekommen. Aber das, was ich geschafft habe, das zeige ich euch. Natürlich musst du gestreichelt werden. So viel Zeit muss sein, ist klar. Euer bester Bingo. Aber jetzt muss ich filmen. Ja, das Gewächshaus habe ich fertig gemacht. Sieht schon ziemlich schepp aus, aber es muss auch immer gut leiden. Hier ist immer ein fürchterlicher Wind und ich glaube, ich habe es jetzt 4 Jahre und hat auch dem Ganzen Stand gehalten. Ich habe Folie gekauft, so kann ich dann diese Türen ausbessern. Also ich muss sagen, das Gewächshaus ist wirklich gut. Damals 400 € bezahlt für Gurken, also weil es da halt extrem feucht ist und das mögen ja die Gurken sehr gerne. Die Türen finde ich nicht gut. Ich habe die vielleicht auch zusammen, falsch zusammengebaut, ich weiß es nicht, aber es ist keine gute Lösung. Von daher könnte ich das Gewächshaus jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber ich denke, Foliengewächshaus ist immer gut für Gurken. Jetzt gehen wir mal rein und gucken, was ich geschafft habe.
Ich habe hatte Gurken vorgezogen, aber sind nicht viel was geworden. Ich hatte die extra früh hoch vorgezogen in der Firma und dann habe ich die mit nach Hause genommen. Bei mir war es zu kalt, das sind die gestorben, ein Teil. Und die hatte ich dann nochmal, die drei hier, hatte ich nochmal neu ausgesät vor kurzem, vor einem Monat oder so. Und die sehen zwar jetzt ein bisschen schlapp aus, aber ich denke, die werden sich jetzt wieder fangen. Die habe ich ja auch erst heute gepflanzt. Und ja, das ist einer von denen, die ich schon sehr früh gezogen hatte. Ist sogar schon eine ganze Gurke dran. Aber da ist wohl die Spinne dran gekommen. Und die saugt ja dann immer so das ganze Blattgrün raus und dann stirbt so die ganze Pflanze. Und ich habe jetzt mal so gelesen, was man dagegen machen kann. Die Florfliege, glaube ich, die frisst da die gerne auf. Ich hoffe, da kommen welche hier rein. Und ja, und hier ist es ja auch feuchter als im Haus. Und daher hoffe ich, dass es vielleicht schafft. Aber vielleicht habt ihr ja mehr Erfahrung. Und ihr sagt mir, schmeißt die Gurke ganz schnell raus, damit sie die anderen nicht anstecken. Das weiß ich nicht. Wenn ihr mir da das vielleicht in den Kommentaren schreiben wird, weil ich habe mit dieser Spinne bisher noch keine Erfahrung gehabt. So, und da habe ich noch eine Gurke. Und da war das genau dasselbe. Die ist auch gut befallen worden. Und dann habe ich hier die Dschungelgurke. Die finde ich ganz witzig. Da habe ich so einen Topf genommen. Und das war eigentlich eine Lampe. Die habe ich umgedreht. Und ich habe gedacht, da können die sich gut lang ranken. Und das machen sie auch. Ja, mal gucken, ob da was rauskommt. Ja, blüht schon was. Und das war's denn hier auch schon. Hier habe ich noch zwei Beete. Da kann ich noch was pflanzen. Ich denke, ich hole mir noch dazu zwei, wie heißen die? Keine Ahnung. Und dann bearbeite ich die Erde nochmal, ein bisschen Mist und Kompost und so weiter. Und dann könnte ich da vielleicht noch ganz viel Kohl, könnte ich den da reinpflanzen. Ja, und hier hat sich da die Himbeere reingewurschtelt. Und da ich ja so gerne Himbeeren esse, lasse ich die erstmal. Das ist ganz witzig. Bisschen zu. Spinnen. Eine Kugel. Achtung. Ganz viele Babyspinnen. Das sind jetzt eine Aufregung. Machst du da Bingo? Ja, und hier habe ich mit der Erdfräse gearbeitet. Erst habe ich alles weggetrimmt und dann habe ich mir neues Land geschaffen mit der Erdfräse. Also eigentlich hatte ich das ja schon fast alles frei gehabt. Ich hatte da ja die Kürbisse, aber es ist halt ziemlich gut zugewachsen alles. Und ich habe da noch eine Reihe Kartoffeln gelegt. Weil ich habe die von einer Arbeitskollegin bekommen. Das sind Frühkartoffeln und wenn man die rechtzeitig setzt, dann sind die am Mittsommer fertig. Nächstes Wochenende ist Mittsommer. Das werden sie jetzt nicht schaffen, aber ich denke, ich kann die auf jeden Fall noch ernten. Und hier habe ich eine Zucchini gepflanzt. Da kam irgendwie auch nicht so viel. Die Zucchini sind nicht so richtig gekommen und Kürbisse auch nicht. Ich habe jetzt noch zwei Kürbisse gepflanzt und dann da hinten habe ich nochmal Zucchini ausgesät. Das habe ich auch noch nie gemacht. Direkt ins Freiland. Mal gucken, ob das was wird. Ja, und hier sind noch Pflanzen, die irgendwo reinkommen können. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Und das Gewächshaus ist auch noch nicht bepflanzt. Nächstes Wochenende ist, wie gesagt, Mittsommer. Da habe ich 3 Tage frei. Dann kann ich noch den Rest irgendwo reinquetschen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist hier die Physalis, die schon
Die hatte ich vom letzten Jahr und die ist wirklich prächtig gewachsen. Jetzt schon solche Lampions, also das hatte ich ja letztes Jahr überhaupt nicht gehabt. Da sahen die, glaube ich, im September so aus und dann war da noch keine Frucht drin. Ja, also da denke ich mal, wird dies hier was kommen. Und das war's auch schon. Ich zeige euch noch mal kurz mein Tomatengewächshaus. Ja, habe eben noch gegossen und sie sind gut angewachsen. Haben schon Fruchtansätze und auf jeden Fall Blüten. Die Paprikas werden auch mehr. Ja, ist wirklich ein tolles Gewächshaus. Und obwohl die Woche so kalt war, war es richtig warm hier gewesen. Das lieben ja die Tomaten. Gut.